Hallo und somit ganz herzlich willkommen zum bereits zweiten Teil über die neue Potensic Atomdrohne mit mechanischem 3-Achsen-Gimbal und 4K-Kamera. Es gab ja schon den ersten Teil, das Unboxing, die technischen Daten und der erste gemeinsame Flug und reichlich Footage mit dieser Drohne gemacht. Bisher hat die Drohne einen positiven Eindruck hinterlassen und macht Lust auf mehr. Ich hatte euch gefragt, ob ein zweiter Teil kommen soll, indem wir uns zum einen die Quick Shots und aber auch die Wegpunkte anschauen. Ja, diese sind hier bei dem System möglich. An dieser Stelle vielen Dank für die zahlreichen Zuschauerkommentare und dem Wunsch nach einem zweiten Teil, in dem ich eben die smarten Funktionen vorstelle. Genau das erwartet euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Drohne ist eingeschaltet, ist somit einsatzbereit. Wie bereits eben vor dem Intro erwähnt, im ersten Teil einen positiven Eindruck hinterlassen, hat Lust auf mehr gemacht. Habe auch vom Hersteller ein Feedback bekommen bezüglich der Bildübertragungsqualität. Wir haben ja im ersten Teil festgestellt, ja, man ist noch nicht allzu weit weggeflogen. Schon gab es leichte Verzögerungen, Ruckler in der Bildübertragung. Der Hersteller meint, das kann damit zusammenliegen, dass ich hier ein kabelloses Funkmikrofon an mir habe und mein Kameraequipment, welches ich hier dabei habe, die Bildübertragungsqualität stören kann. Das heißt, wenn man ohne irgendwelche Geräte draußen fliegt, dann sollte das wohl besser funktionieren. Ich kann es jetzt hier in dem Video nur so aufnehmen, aber ganz klar keine Entschuldigung, selbst wenn man irgendwelche Geräte mit sich hat, muss die Bildübertragung fehlerfrei sein. Schauen wir mal, in welcher Videoauflösung die Quickshots funktionieren. Das will ich als erstes mit euch ausprobieren. 4K 30 FPS ist eingestellt, also das Maximale, was geht bei der Drohne. Und wir fliegen hoch. Hält ganz gut die Position von alleine. Es ist sehr windstill, ihr seht das. Kaum Wind zieht hier gerade durch. Und wir gehen auf die Quick Shots. Das ist hier dieses Filmband unter dem Aufnahmeknopf. Okay, lässt sich während eine Aufnahme läuft nicht auswählen. Wir pausieren das Ganze, gehen jetzt nochmal drauf, sehen die Möglichkeiten, die zur Auswahl stehen, plus kleine Videos, die demonstrieren, was der einzelne Quick Shot macht. Okay, wir bleiben erstmal im Rückwärtsflug. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich das Ganze ausprobiere. Also, falls ich irgendwas falsch mache, ruhig in den Kommentaren korrigieren. Aber wir haben schon gesehen, hier ist ein Ziel, welches ausgewählt werden kann. Das bin in dem Fall ich. Einmal draufgeklickt und schon werden wir markiert. Das ist schon mal sehr cool. Natürlich bei diesen Quickshots aufpassen. Wir haben keine Hinderniserkennung in der Drohne. Sollten keine Bäume, irgendwelche Strommasten, Häuser und so weiter bei diesen Manövern in der Nähe sein. 4K 30 wird mir weiterhin angezeigt. Und wir haben hier jetzt die Möglichkeit einzustellen, bei welcher Entfernung das Ganze funktionieren soll. Ich halte es mal kurz, weil wir haben ja ein paar Modi vor uns. 30 Meter bis 150 Meter könnte man hochgehen. Ich drücke jetzt mal auf Go. Die Aktivierung von Quickshots ist fehlgeschlagen. Beim Erfassen des Motivs in Quickshots muss der Gimbal-Neigungswinkel zwischen minus 75 und minus 15 liegen. Okay, das müssen wir jetzt erstmal händig einstellen. Wir sind jetzt bei einem Neigungswinkel von minus 9. Das ist zu wenig. Fliegen mal ein Stückchen hoch. Das kann ich jetzt nicht machen, während das Ganze aktiviert ist. Okay, fliegen hoch und neigen mal ein bisschen. Minus 16. Ah. So, okay, probieren das Ganze nochmal aus, auf das Plus gegangen. Also auch hier wie beim ersten Video schon der Eindruck, dass die App gut und flüssig funktioniert. Hat mir beim ersten Teil schon gefallen, da wird Arbeit reingesteckt vom Hersteller. Go, 3, 2, 1, meine Finger sind nicht an der Steuerung und jetzt geht es los. Die Drohne fliegt rückwärts von uns weg, ganz von alleine. Und wir kriegen rechts beim Aufnahmeknopf in Prozent angezeigt, wie weit vorangeschnitten, geschnitten vor allem, müsste ich schneiden, lasse ich drin, geschritten dieser Quickshot ist. Fertig, zack, 100%. Und die Drohne kehrt auch zum Startpunkt wieder zurück, so wie es sich gehört. Gut umgesetzt bis jetzt. Und 4K 30 war eingestellt, ist eingestellt. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze auch in 4K 30 auf der Speicherkarte gelandet ist. Nächste Quickshot ist Rocket, ausgewählt, plus
bleiben wir wieder bei 30 Meter. Go! Der Timer wird abgezählt. Kein Absturz bisher in der App, auch nicht bei der Drohne. Jetzt fliegt die Drohne nach oben und schwenkt gleichzeitig mit dem Gimbal nach unten. Auch das sieht erstmal solide aus. Macht ihr alles von alleine. Okay. Gimbal jetzt bei 72% oder Grad Neigung wohl eher. Lauter Versprecher. 73 Grad. 99, 100%. Quickshot abgeschlossen. Die Drohne kehrt zurück. Ist wirklich vertikal nach oben gegangen und nur der mechanische Gimbal wurde bewegt. Finde ich cool, dass bei der Atom, hier ja jetzt der mechanische Gimbal, direkt auch Quickshots möglich sind, die den Gimbal mit einbeziehen. Sehr gut. Kreisen. Okay. Ich finde, hierbei ist es wichtig, dass die Person in der Mitte des Bildes gehalten wird. Also so, wie das Ganze gestartet worden ist, auch fortgeführt wird. Jetzt können wir hier die Rundenzahl bestimmen. Bis 3 geht's. Bleiben wir bei einem Kreis. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich sogar bestimmen, ob mit oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Auch super simpel angelegt. Man weiß auf Anhieb, dass man hier sowas machen kann. Go! Jetzt achtet mal darauf, wie sauber der Kreis geflogen wird und ob ich im Bild schön zentriert bleibe oder mich die Kamera dann so ein bisschen verliert, ich nachher am Bildrand zu sehen bin. Bis jetzt schaut das Ganze ganz gut aus. Für meinen Geschmack würde ich eher einen Ticken tiefer fliegen und mehr vom Horizont mitnehmen. Aber okay, fürs Testen hier reicht das Ganze doch erstmal aus. Ja, schön zentriert. Sieht hier auf dem Smartphone-Display erstmal flüssig aus. Da wandert die Drohne um uns herum. Auch hier keine Probleme. Für ein System, welches in einer Fly-More-Combo um die 420 Euro kostet, ohne das viele Zubehör um die 320 Euro, ich habe die Preise gar nicht mehr so drin, ist das echt nicht verkehrt. Abgeschlossen, zack. Eine Spirale hört sich auch gut an. Können wir jetzt mal ein bisschen tiefer fliegen? Müssen wir hierbei auch diesen Neigungswinkel beachten? Schauen wir mal. Ich fliege ein bisschen näher ran. So, also das eben sauber abgeschlossen. Zielpunkt auswählen oder zeichnen. Also die schlägt das von alleine vor. Wir können aber auch diesen hier machen. Zack, auch hier die Rundenzahl möglich. Und ob oder mit oder gegen den Uhrzeigersinn. 3, 2, 1. Das heißt, die Drohne umkreist uns jetzt und wir dabei automatisch steigen. Wie eine Spirale halt. Auch das sehr gut. Ich denke mal, für viele Drohnenanfänger schon mal ein interessantes Feature. Man könnte jetzt nicht nur eine Person damit filmen, sondern irgendein Objekt, irgendeine Statue, keine Ahnung, irgendein Gebäude. Jetzt fängt es auch leicht an zu nieseln, aber ich versuche es durchzuziehen. Besseres Wetter gibt es in den nächsten Tagen nicht. Die macht es gut, schön sauber. Schaut mal, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr, das war das asiatische Akzent, nicht mehr ganz zentriert. Aber doch, das passt, oder? Das passt. Sehr schön. Das nächste ist der Bumerang. Schaut wie folgt aus. Ja, natürlich, an einer interessanteren Location würde das noch cooler aussehen. Aber ich habe hier meinen Flugspot gewählt, an dem ich ungestört fliegen kann. Go, auch hier wieder die Anzahl und die Drehrichtung einstellbar. Das soll jetzt eine Flugbahn von einem Bumerang simulieren. Yeah, schaut mal, die powert jetzt aber auch gut. Da hinten sind auch schon wieder Bäume.
Muss ich eingreifen? Ich habe mal eingegriffen. Schaut mal, so schnell kann man natürlich eine Drohne ohne Hinderniserkennung crashen, ne? Okay, ich hole die Drohne jetzt manuell zurück. Also auch dieser Quickshot wäre ohne Probleme umgesetzt worden von der Drohne, aber ich habe eingegriffen, weil ich als Drohnenpilot den Fehler gemacht habe, dass ich den Bumerang zu nah an dieser Baumpartie gestartet habe. Also wirklich aufpassen, ich hätte noch ein paar Meter nach vorne gehen müssen. Aber das sah alles auch sauber aus. Wunderbar. Das waren die Quickshots, funktionieren zuverlässig. Ich sichere jetzt mal ganz kurz meine Aufnahmen und dann schauen wir uns vielleicht das Tracking an. Das ist hier auch möglich. Wir gehen wieder auf die Quickshots und da sehen wir nochmal ein Symbol. Das ist das Tracking. Okay, keine Ahnung, wie das Ganze gleich funktionieren wird. Wir probieren es einfach aus. Das ist für mich das erste Mal. Sehr selbsterklärend. Wir drücken hier auf das Ziel. Es lässt sich jetzt ein Timer einstellen oder habe ich hier was falsch verstanden? Lassen wir mal auf unbegrenzt. Okay. Auf Go. 3, 2, 1. Ist das das Tracking oder habe ich was verwechselt? Wir werden immerhin hier mit dem kleinen Fadenkreuz als Ziel angezeigt. Die Drohne schwenkt auch schon mit. Das ist ja schon mal ganz geil, wenn man vielleicht ein Video aufnimmt, eine Interviewsituation, die Drohne ein bisschen weiter weg. Man hat so ein Mikrofon bei sich am Körper, ohne dass man dieses Drohnengeräusch wahrnimmt. Okay, wir gehen mal weiter. Was macht die Drohne? Die fliegt tatsächlich hinterher. Natürlich jetzt die Verantwortung ganz allein beim Drohnenpiloten. Man sollte das Ganze nicht irgendwo in der Nähe von Bäumen machen, Strommasten und so weiter. Es sei denn, man fliegt deutlich höher mit der Drohne und die Drohne würde über diese Objekte drüber fliegen. Das geht natürlich auch. Weil, wie gesagt, eine Hinderniserkennung ist nicht verfügbar. Schaut mal, ich gehe jetzt auf die Drohne zu. Das Gimbal-System schwenkt runter. Die Drohne dreht sich von alleine mit. Es ist schon gut. Okay. Ich jogge mal so ein bisschen, ne? Mal schauen, was passiert. Ah, gelobt. Und direkt verloren. Okay, ich bin dann doch zu schnell weggelaufen. Wir markieren das Objekt ein neues Mal. Zack, ich frage mich, warum es diesen Timer hier gibt. Vielleicht verstehe ich da was noch nicht. Minus 25 Grad jetzt mindestens. Okay, ich fliege auch mal so ein bisschen höher. Bin jetzt relativ tief geflogen, weil ich eigentlich mehr Horizont haben möchte. Und natürlich die Drohne näher an dem Weitwinkel der Actionkamera haben möchte. Aber okay, wir drücken drauf. Finde ich cool, dass man schon ein Ziel vordefiniert bekommt. Go, 3, 2, 1. Also, man muss relativ hoch fliegen beim Tracking. Das heißt, wenn man ja gerade nach vorne sich selbst aufnehmen möchte, das ist nicht möglich, weil ja das Gimbal-System ja auf mindestens minus 25 Grad geneigt werden soll. Egal, aber ihr seht jetzt so beim Gehen, warum nicht? Ich versuche noch mal ein bisschen zu joggen. Mal schauen, ob mich die Drohne wieder verliert. Das geht erstmal. Fliegt mir hinterher. Aber ich laufe immer weiter weg. Das heißt, hohe Geschwindigkeiten werden hier wahrscheinlich nicht drin sein. Irgendwie auf dem Fahrrad oder sowas. Ich sprinte jetzt mal. Ziel verloren. Zack. Was die Drohne macht, bleibt von alleine stehen. Hat gerade so ein bisschen Probleme, das Motiv zu tracken. Liegt das vielleicht an meiner Jacke oder war ich zu weit weg? Weil minus 25 Grad waren eingestellt. Wir fliegen noch mal ein bisschen höher. Bin jetzt näher dran. Also DJI-Niveau ist das noch nicht. Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber für so ein gelegentliches Filmchen bestimmt zu gebrauchen. Go. Ist zu nah am Boden. Kann nicht starten. Wir fliegen noch höher. Okay. Jetzt, let's go, go, 3, 2, 1, die eine Minute ist eingestellt und wir sehen jetzt wieder hier in Prozent die Voranschreitung. Wir gehen jetzt mal hier vorbei, das finde ich schön mit dem Mitschwenken, ist doch jetzt schon ein cooler Shot für ein Filmchen, aber das Ziel wurde verloren, kann natürlich an meiner Kleidung liegen. Und natürlich, wie gesagt, bin ich noch mal was anderes gewohnt, aber nicht schlimm. Deswegen probiere ich das Ganze ja aus, damit ihr Zuschauer wisst, was das Ding so kann. Okay, wir gehen jetzt ganz gemütlich, komm. Also hier viel Rennen und Action ist nicht drin,
aber mal hier so ein bisschen spazieren gehen mit der Family und die Drohne trackt einen von selbst. Ich will jetzt nur schauen, was passiert, wenn die eine Minute rum ist. Ja, das ist okay. Also in einer Draufsicht kriegt man die Aufnahmen, wie ich eben versucht habe zu sagen, viel Horizont nach vorne gefilmt, wird man nicht drauf bekommen beim Tracking. Okay, gleich ist das Ganze abgeschlossen. Was passiert dann? Die bleibt einfach stehen. Okay, so viel zum Tracking. Es funktioniert mittelmäßig bei langsamen Geschwindigkeiten und man ist dann doch ein bisschen eingeschränkt, was auch die Perspektive angeht, dadurch, dass man eine gewisse Höhe mit der Drohne haben muss. Das ist einfach ein Sicherheitsmerkmal, weil der Hersteller damit sicher geht, dass man nicht in die nächste Person, die hier vielleicht rumstehen könnte, reinfliegt. Ja, ist okay für den einen oder anderen Shot. Wir haben jetzt noch eine Restladung von 29%. Das ist okay, obwohl es kalt ist draußen. Aber ich werde jetzt mal einen frischen Akku einlegen und dann schauen wir uns zu guter Letzt die Wegpunkte an. Es kommt immer mehr Regen. Lasst uns schnell die Wegpunkte durchziehen. Ich starte den Vogel. Zack. Fliege ein bisschen vor, damit ihr mich besser versteht. Die Silikonspitzen hier an den Propellern fehlen doch so ein bisschen. Wir gehen jetzt auf die Karte links, haben rechts hier die Wegpunkte. Okay, wir müssen erstmal auf eine Höhe von mindestens 5 Metern steigen. Das ist jetzt gegeben. Zack. Und können hier jetzt auf der Karte ganz einfach, ihr seht das hier in dem kleinen Video, Punkte setzen und diese von der Drohne automatisiert abfliegen lassen. Wir können natürlich in die Kartenansicht mit den Fingern reinzoomen, sehen zum einen den Startpunkt und den Drohnenpiloten. Schaut mal, ich drehe mich. Das wird sogar mit dem Pfeil hier angezeigt. Also, da vorne hin, der erste Punkt. Kann ich hier jetzt irgendwas an dem Punkt einstellen? Auf den drei Punkten lässt sich das Ganze löschen, speichern oder auch bearbeiten. Ich sehe jetzt aber auf die Schnelle nicht, ob ich die einzelnen Punkte irgendwie nochmal definieren kann. Okay, schauen wir mal. Ich denke, hier wird einfach die Flughöhe abgeflogen, die die Drohne vor dem Starten der Wegpunkte am Fliegen ist. Also man müsste hier ein bisschen manuell eingreifen, ist aber, wie ich finde, nicht schlimm. Vielleicht auch versteckt irgendwo nochmal Einstellmöglichkeiten. Wie gesagt, es ist das erste Video. Ich rede jetzt mal nicht so lange, drücke auf Go. Flug bestätigen. Zack. Die Drohne müsste dann gleich nach vorne zum ersten Punkt fliegen. Okay, ich wechsle mal zur Kameraansicht. Starte eine 4K30 Videoaufnahme. So ein bisschen leicht schräg ist die vorwärts geflogen. Nicht gerade. Ja, und ich sehe von hier aus, dass die Drohne die Höhe beibehält, die ich vor dem Starten quasi selbst angeflogen bin. Fliegt auch ganz zügig ab. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo noch eine Fluggeschwindigkeit einstellen kann. Das wäre natürlich der nächste Schritt. Ich sehe es hier nicht. Vielleicht ist es versteckt irgendwo möglich, aber jetzt so auf Anhieb nicht. Also möglich in einer Light-Version, macht ihr aber auch echt akkurat. Ich zoome mal hier in das Bild rein, schaut mal, über uns drüber geflogen, dreht oder fliegt immer mit der Kamera in Flugrichtung, nicht irgendwie schräg oder quer. Also ein bisschen angedreht ist die Drohne schon, nicht zu 100% gerade. Auch das funktioniert zuverlässig, die App stürzt nicht ab. Der siebte und letzte Punkt angeflogen, fertig. Sehr cool. Also auch die Wegpunkte funktionieren ohne Probleme. Gelandet. Ja, meine Freunde, so viel zu den Quickshots, dem Tracking und den Wegpunkten mit der Potensic Atom. Die Quickshots funktionierten astrein, einen super Eindruck hinterlassen. Beim Tracking, naja, eher mittelmäßig für den einen oder anderen langsamen Shot zu gebrauchen. Die Wegpunkte, was die Möglichkeiten angeht, eher in einer Light-Version funktionierten, aber ebenfalls zuverlässig. Das Potenzial hier bei diesem Hersteller und der Drohne auf jeden Fall gegeben. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird, was Firmware-Pflege angeht. Reparatur, Ersatzteile, Akkus und so weiter. Gegebenenfalls irgendwelche technischen Störungen, technische Probleme mit dem System. All das kann ich zum Zeitpunkt jetzt natürlich noch nicht wissen. Und meine Hand für die Zuverlässigkeit, Firmware, Akkuverfügbarkeit,
irgendwelche technischen Störungen und so weiter meine Hand noch nicht ins Feuer legen. Aber der erste Eindruck ist gut. Der Hersteller namens Potensic macht hier vieles richtig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein für mich zumindest No-Name auf dem Markt ein solches Produkt herausbringt. Und jetzt seid natürlich ihr Zuschauer gefragt. Schreibt euer Feedback in die Kommentare zur Drohne, zum Video. Möchtet ihr noch irgendwas anderes sehen? Und natürlich abonniert unbedingt meinen Kanal, um mich zu unterstützen, und hinterlasst einen fetten Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Also wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Ein paar weitere Drohnen habe ich ja zu Hause, die ich hier noch nicht vorgestellt habe. Bis dann. Ciao.